1,5 Millionen Tagesgäste und 750.000 Übernachtungen gibt es pro Jahr in Bernkastel-Kues. Zahlen, die zeigen, welch wichtiges Standbein der Tourismus ist. Die Fachwerkbauten am Marktplatz in Bernkastel-Kues sind das ganze Jahr über eine Attraktion. So hat die Stadt selbst im Winter ihre Reize. Allerdings ist es im Januar, Februar und März erheblich ruhiger als im Rest des Jahres. An diesem Winterschlaf wird auch Jörg Lautwein, der neue Leiter des Mosel-Gästezentrums, nur schwerlich etwas ändern können. Seit etwas mehr als 100 Tagen ist der neue Tourismuschef im Amt. Lautwein hat bisher viele positive Eindrücke gewonnen. Nach ungefähr 100 Tagen im Amt als Leiter des Mosel-Gästezentrums in Bernkastel-Kues kann ich sagen, dass ich mich sehr, sehr wohl fühle. Ich bin mit meiner Familie sehr gut aufgenommen worden. Jörg Lautwein hat auch schon viele Gespräche mit Hoteliers, Politikern und Tourismusleitern aus der Region geführt. Daraus sind bereits die ersten Pläne hervorgegangen. Als wesentliche Ziele für die nächsten Monate sehe ich eine Neuorganisation und eine Verbesserung der Zusammenarbeit der Orte innerhalb der Verbandsgemeinde und mit der Verbandsgemeinde, eine Verbesserung der Internetseite und eine Verbesserung des Angebots für die Gäste, vor allem im Bereich Wandern und Radfahren. Die Mitarbeiter des Mosel-Gästezentrums loben die gute Zusammenarbeit mit dem neuen Chef. Und auch bei den touristischen Leistungsträgern kommt der 37-jährige gebürtige Trierer bisher gut an. Ich glaube, wir haben einen guten Fang gemacht. Lautwein hat neue Ideen, lobt Hotelier Matthias Krommes.